Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu dem neuen Call of Duty Black Ops Cold War. Und ich muss sagen, das sind jetzt die ersten 2-3 Minuten, die ich gerade spiele. Tatsächlich muss ich sagen, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Grafik ist natürlich ein bisschen anders, muss man einfach mal gestehen. Also, ich bin euch ganz ehrlich, unter uns jetzt, ne? Ich finde... Oh, da war einer. Ich finde Warzone einfach besser. Ich weiß nicht warum. Also das normale, also Call of Duty Modern Warfare finde ich einfach besser. Ich weiß noch nicht warum. Irgendwie gefällt mir das mehr. Ich weiß auch nicht warum. Also das ist so mein Ersteindruck, sag ich mal. Ich finde es aber trotzdem geil gemacht. Auch wenn das eine Beta ist, so, ne? Finde ich es an der Stelle einfach mal so gesagt. Deswegen habe ich auch den Titel jetzt so gewählt. Schwer auch zu vergleichen, ne? Also irgendwie habe ich auch gesehen, dass ich mich eingeloggt habe mit Warzone irgendwas, ne? Weiß jetzt nicht, ob man Warzone spielt, dann halt auch mit der Grafik sozusagen, glaube ich aber nicht. Das ist dann immer Warzone bleibt Warzone sozusagen. Also, die haben das einfach nur implementiert, weil Warzone halt immer ein eigenständiges Spielmodus ist, ne? Aber Warzone ist halt angelegt an dem Call of Duty Modern Warfare. Das muss man einfach sagen. Hier komme ich eigentlich hoch? Ne, schade. Ja. Aber das ist so das, was ich dazu sagen konnte. Und ich sehe auch, man kann nicht schneller laufen. Also, ich würde jetzt ehrlich gesagt mal schneller laufen, aber es geht wohl nicht. Ja. Mal gucken, also, wie sich das Game weiter noch zeigen wird. Ich sage aber auch... Oh, warte mal, hier ist eine geile Waffe. Zack. Nice Waffe. Meine Lieblingswaffe, um ehrlich zu sein. Ich finde auch, das Movement ist auch nochmal ein bisschen anders. Also, ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, aber... Jo, ist klar. Alles klar. Ja, das Movement ist auch nochmal anders irgendwie, finde ich. Ich weiß auch gar nicht, irgendwie leckt das gerade im Stream, oder? Da war einer. Ist natürlich eine offene Beta, logisch, dass es dann zu Performance-Brüchen kommt oder so. Jawohl, nice. Deswegen denke ich, dass das auch normal ist. Aber ich bin ehrlich, also ich denke schon, das Spiel hat Potenzial. Aber man sollte halt, ich bin halt immer so ein bisschen kritisch, versteht mich nicht falsch, ich bin halt kritisch. Ich finde das Game geil, keine Frage, ich finde es wirklich geil. Alter, ganz ehrlich. Und ich sterbe halt, es ist auch so ein bisschen, wenn du halt sprintest, wenn du dich halt bewegst, merke ich halt, du kriegst sofort Schüsse ab. So, du bist halt nicht so, du hast halt... Wow, der hat die MG so gut gestellt. Ich glaube, die MG hätte man nicht besser stellen können, wie er die da gestellt hat, ehrlich gesagt. Krass. Guckt euch mal an, wie gut er die MG da hinten gestellt hat. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie ihr dazu steht. Also, wie findet ihr das neue Call of Duty? Würde mich mal echt interessieren. Also, ob ihr da dieselbe Meinung vertritt wie ich. Oder eher eine andere. Oh, jo. Er hat mich jetzt. Ja. Du stirbst halt extrem schnell, ja. Man muss super viel campen, habe ich gemerkt. Also, das ist auch sowas, was stört mich einfach. Ich will nicht campen. Wisst ihr, ich will nicht halt an einer Stelle stehen bleiben. Das habe ich vorhin in den ersten 3 Minuten gemacht, als ihr das noch nicht so gesehen habt. Aber wisst ihr, ich habe jetzt keine Lust hier zu stehen und die dann abzuschießen, so. Keine Lust drauf. Ich will mich halt immer ein bisschen bewegen. Ich will mich halt immer ein bisschen bewegen, wisst ihr? Und das ist so halt, was mich so ein bisschen an der ganzen Geschichte so halb, sag ich mal, stört. Also, das ist immer ein Problem. Immer ein Problem irgendwo. Ja, was war bei ihm denn los? Er komplett los. Und auch die Granate schmeißt er super langsam. Die Granate schmeißt er auch super langsam, finde ich. Also super, super, super langsam. Auch komisch. Und heftig. Ja. Und ich glaube einfach, dass hier noch viel, 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 viel Potenzial ist. Ich muss auch sagen, die ersten Black Ops Teile, also ich muss sagen, ich merke jetzt nicht so einen krassen Unterschied, ja? So, neue Map. Nehmen wir denn? Nachhut nehme ich mit der M16. Bis auf Spieler warten. Oh Mann, ey. Also ich muss...
Wie gesagt, ich muss echt gestehen, ich finde die Map und so, finde ich alles mega geil. Ja, das will ich auch gar nicht schlecht reden. Ich hasse das, wenn ich jedes Mal ein Game spiele, dann habe ich das Gefühl, so man verurteilt mich oder so, ja? Oder ähnliches, so weil ich meine Meinung sage. Aber ich will halt nichts euch vorenthalten, wisst ihr? Deswegen sage ich euch das. Yes. Okay, Mond. Let's go. Herrschaft. Geile Waffe. Ziel einnehmen. Okay, die Map sieht Der richtig wird geil aus, aber super. ich habe irgendwie Pixelfehler, seht ihr das? Warum auch Wir immer. erobern Why are you using a shotgun? Why are you using a nuke So redet der Typ. Feind hat gun? Charlie eingenommen. Boah, die Map sieht Okay. geil aus. Ultra geil. Mega geil. Nice. A ist abgesichert. Und hier kommt der B. Einen haben wir. Es ist geil, die Map ist geil. Die Map sieht Bombe aus. Die vorherige Map fand ich, naja, geht so. Oh Wir übernehmen die oh. Kontrolle. Fuck's. Ja, er hatte mich. Unnormal. Unnormal. Oh Mann, oh Mann. Ich habe irgendwie leicht Grafikprobleme. Ich hab keine Ahnung, woher das kommt. Oh, jetzt sind die von allen Seiten. Ich habe keine Ahnung, aber woher das kommt, um ehrlich zu sein. Ist ja bei offene Beta, ne? Wahrscheinlich deswegen. Vielleicht sind die Treiber noch nicht so angepasst oder so. Das kann durchaus mal passieren. Texturfehler oder ähnliches. Da wundert mich das nicht. I just took C on my one, bro. Shit, I'm taking it by myself. Okay, jetzt will ich den Punkt einnehmen. Mist. Und ich find's geil, es gibt einen Radius. Es gibt da einen Radius. Du kannst halt auf dem Boden sehen, bis wohin du das eingenommen hast. Ja. Aber es muss halt sich doch sehr, 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 sehr viel noch im Spiel tun. Ja, sicher, weißt du? Und das ist, ich muss echt sagen, das ist bei jedem CW einfach der Fall. Diese Maps sind so gestellt, dass jeder irgendwo campt. Und das ist einfach etwas, was mich so dermaßen stört langsam. Wir nehmen Bravo Es stört mich wirklich ein. There's a ungemein, bomb in Leute. Ross. Should we just camp in a V? Feindliche Spionageflugzeug Das über stört euch in mega. Position. No, I stunned them. How did... Let's go, Junge. Oh. Die geilste, ich habe ehrlich gesagt die geilste Pumpe. Hier bleiben am besten. Bleiben wir hier. Ja, sicher. Ich hab da gar keinen, ich habe keine Mails, gar nichts. Hotspot, B ist Hotspot. B ist Hotspot. Wir haben B verloren. Ja, war klar. Die Map ist unnormal geil. Krass. Also es ist schon eher taktisch, ne? Findet ihr auch, dass es nicht immer ein bisschen taktisch ist? Ich bin sogar ein bisschen taktisch, um ehrlich zu sein. Es ist tatsächlich ein bisschen taktisch, um ehrlich zu sein. Also ziemlich taktisch. Yo. Ja, wie gesagt, die Map ist geil, aber es ist wie gesagt super viel. Viel Camper und so, ne? Okay, nice. Wir verlieren Alpha. Feindliche Spionageflugzeug über euch in Position. Und ich habe auch das Gefühl, die Leute pushen gar nicht oder kaum. Ist mir auch aufgefallen, was ich auch schade finde. Der Feind hat Alpha. Und wir werden von allen Seiten wieder eingenommen, sicher. Zusammen. Wir
Wir können es noch schaffen. Alpha wird gesichert. Ja, ich hoffe es. Wir verlieren Bravo. Kaum verlasse ich Bravo und schon wird wieder Bravo eingenommen. Ey, was ist das bitte mit... Was ist das, für Pixelfehler? Das ist richtig schlimm. Das hat zu 1 Million % nichts mit meiner Grafikkarte zu tun. Also sicherlich nicht. Das ist was... Richtig krass. Ja gut. Gehen wir das noch hin? Ich hoffe es. Aha, alles klar. Jetzt glaube ich... Mapwechsel, also Seitenwechsel wahrscheinlich, ne? Krass. Der Typ rasiert. Unnormal. Krass. Gut, liebe Freunde, das war so ein bisschen so ein kleiner Eindruck vom Spiel. So, ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns wieder bei einem neuen Video. Wenn ihr Bock habt auf mehr Call of Duty Cold War, dann schreibt's gerne in die Kommentare oder wenn ich das planen soll. Je nachdem. Und folgt mal auf Instagram. Bis dahin. Ciao.